Gut. Wir fassen mal kurz zusammen, was wir für Möglichkeiten haben. Wir können rausgehen, aber ich denke, das ist es nicht. Wir haben das mit dem Whiskyglas. Hier ist die Mappe. Nico ist, glaube ich, einfach nur Ablenkung. Lady Pyrmont hat wahrscheinlich ihren Sinn schon damit erfüllt, dass wir das Thermostat hochgedreht haben. Wir haben die Anlage, den Sicherungskasten, da will er momentan nicht dran. Wir haben die knarzende Stufe und diese Balkonaufzugstür, wo wir nicht rankommen wegen der knarzenden Stufe. Warum ist die Musik eigentlich aus? Wir hatten die doch nur auf leise gestellt, oder? Nur geht die irgendwann einfach aus. Ah, okay. Ich drehte die Lautstärke etwas auf. Ah. Die Harry Lobsters. Da kommt mir auch nicht mehr hinter. Ah, nee, ich wollte eigentlich, dass er sich's mal anguckt, aber das Rechtsklick dann, right? Oh, er checkt es nicht wegen der Musik. Ich wollte eigentlich Rechtsklick machen. Abgeschlossen. Was verbarg sich wohl hinter der Tür? Weil das Oben geht auf auch der immer Galerie war eine hier. schwere Genau. Tür. Und hier Das war das. die Bedientafel des Aufzugs. Rechtsklick und dann Linksklick ist benutzen. Oh. Oi Mann, gehen Sie da runter. Sie legen den Strom im ganzen Haus lahm, wenn Sie nicht aufpassen. Wenn der Strom wegbliebe, wäre Hobbs mit Sicherheit abgelenkt. Aber der Aufzug würde kaum das ganze System lahmlegen. Also müssen wir wahrscheinlich noch mehr anschalten oder so. Können wir jetzt daran? Hier kann man auch nicht mehr canceln, wenn man einmal Linksklick gedrückt hat, fällt mir auf. Ich hatte keine Lust. Na. Das Thermostat sah älter aus als die Bruchbude selbst. Noch mehr hochdrehen vielleicht? Das Thermostat fasste ich lieber nicht nochmal an. Oder müssen wir was auf den Aufzug stellen? Muss Lady Pyrmont vielleicht auf den Aufzug? Hätten Sie kurz Zeit, Lady Pyrmont? Für Sie doch immer, John. Lady Pyrmont, wir brauchen Ihre Hilfe. Wie aufregend. Was darf es sein? Eine List? Ein schlauer Schwindel? Es genügt, wenn Sie die Aufzugplattform hinter sich besteigen. Aber gern. Ist es gut so, George, Liebling? Perfekt. Bleiben Sie genau da. Okay. Dann jetzt hoch. Oh, oh, nicht schon wieder. und sie ist stecken geblieben. Jetzt aber schnell. Okay. Es war zu spät, einen Blick in die Ja. Mappe zu erhaschen. Oh, aber jetzt hat er einen Schluck getrunken. Und jetzt schwankt er ein bisschen. Vielleicht braucht er dann jetzt länger. Kann das sein? Aber jetzt knarzt die Stufe nicht, oder Jetzt was? oder nie. Ja, auf, George. Das war eine von Hobbs Skizzen. Kann man umblättern? Noch Noch mehr? mehr Skizzen von Hobbs. Das Modell kannte ich doch. Ja, mit dem hier Fleck am Arsch, das ist die Frau von Henri. Impressionistische Skizzen. Tja, es war nicht La Oh, Maledictio. aber Es der schien allerdings Orospo. eine Studie eines Orosporos. Bildausschnitts zu sein, des Ouroboros.
Aber in der Mitte der Zeichnung war irgendetwas anders. Ich dachte, die Skizze könnte ich brauchen und nahm sie mit. Der ist halt schon längst wieder hier. Zum Kuckuck, ich hab doch gesagt, die Mappe ist privat. Wie lustig. Wie damals, als Sie noch Privatdetektiv waren, George. Sie sind gar keine Modelle? Was? Nein, Mr. Hobbs. Sie können kein Bulle sein. Sie sind nicht blöd genug. Und was zum Teufel suchen Sie in meinem Atelier? Wir untersuchen den Diebstahl eines Gemäldes, La Maledictio, vom spanischen Künstler El Serp. Eine dieser Skizzen ist eine Studie des Gemäldes. Klar, aber was hat das mit irgendwas zu tun? Ich bin Restaurator. Ich hab's restauriert. Ich hab nichts mit dem zu tun, was passiert ist, nachdem es mein Atelier verlassen hat. Woher sollte ich wissen, dass Henri deswegen sterben würde? Du weißt aber Bescheid. Moment mal, woher wissen Sie denn, dass Henri tot ist? Sehen Sie mal, er und ich kannten uns schon ewig. Le Lézard Bleu lief nicht gut, also habe ich ihm das Bild vermittelt. Das hätte alles nicht passieren dürfen. Weil das Bild verflucht Wir ist. Wir möchten Sie keineswegs beschuldigen, Mr. Hobbs. Wir wollen der Sache nur auf den Grund gehen. Das verstehe ich und ich tue gern, was ich kann. Aber dieser Schlamassel ist mir eine Nummer zu groß. Wieso mussten Sie so viele Skizzen machen beim Restaurieren des Gemäldes? Beim Restaurieren spritzt man nicht einfach mit Farbe rum. Man muss genau hinsehen. Dieser Serp auf den Arsch ist ein der Frau eines Gemälde. Freundes, oder was? Er enthält viele Botschaften, viele Symbole. Weshalb sollte jemand La Maledictio stehlen? Es ist nicht unbedingt ein berühmtes Gemälde. Stimmt, aber es hat etwas an sich, das schwer zu beschreiben ist. Es liegt ein solcher Glaube in jedem Pinselstrich. Wer El Serp auch war, er wollte uns etwas sagen. Dieser Symbolismus ist zutiefst religiös. Wir haben Grund zu der Annahme, dass Medowski in den Raub von La Maledictio verwickelt ist. Wie? Was hätte er davon, sein eigenes Bild zu stehlen? Wir haben überzeugende Beweise, dass Medowski nicht der wahre Eigentümer des Bildes ist. Dürfte schwierig werden, das zu beweisen. Medowski verfügt über vollständige Herkunftsnachweise. Die Urkunden dokumentieren den legalen Besitz zurück bis zum Maler selbst. Warum hat Medowski die nicht erwähnt? Weil er sie nicht hat. Henri hat sie. Oder hatte sie. Und Henri ist tot. Fragen Sie seinen Partner. Lane? Lane? Genau, Lane. Hören Sie, wenn Sie hier eine Verschwörung wittern, verschwenden Sie Ihre Zeit. Und Sie verschwenden meine Zeit, wenn Sie sich nicht endlich ausziehen. Holen Sie sich die Herkunftsnachweise von Lane und alles ist in Butter. Aber das stellt dann ja Marquess' Geschichte in Frage. Nicht mein Problem, Schätzchen. Und jetzt verschwinden Sie beide. Ich habe ein Bild zu malen. Und wir haben einen Kritiker zu verhören. Irgendjemand lügt hier. Aber wer? Ist es der Gangster oder der alte Spanier? Der Maler? Oder der Kunstkritiker? Ich muss zurück, wegen Navets Rekonstruktion. Oh, stimmt, da war ja was. Was ist mit dem Beweismaterial aus Medowskis Haus? Wirst du es Navet geben? Nein. Sollte ich wohl. Und ich kann Lane unter Druck setzen, ihn nach den Herkunftsnachweisen fragen. Gut. Na gut. Ich esse morgen mit Ronny zu Mittag. Die Story wird langsam heiß. Und ich will auf jeden Fall dranbleiben. Dann mal zurück zu Navet. Freue mich ja schon. Einen kurzen Flug später. Ja. Ich fürchte ja, ich muss zur Galerie. Da war ich also wieder, zurück am Tatort. In der Galerie konnte ich hektische Aktivität erkennen. Das war mit Sicherheit Navet, der die Rekonstruktion vorbereitete. Nun gut. Nico und ich waren ziemlich sicher, wer der Mörder war. Jetzt mussten wir nur noch Navet davon überzeugen. Inspekteur, ich habe schon versucht, es einzuschalten. Es ist kaputt. Kaputt. Unsinn, Mue. Dieses Gerät besitzt die Kraft von 10 Ermittlern.
Aber Ermittler funktionieren immer, Inspekteur. Ich nehme Ihren Pessimismus zur Kenntnis, Moe. Aber haben Sie Vertrauen. Das Gerät analysiert den Tatort, wertet die Daten aus und liefert uns Schlussfolgerungen. Der Standort des zweiten Schützen wird uns kein Rätsel mehr sein. Hem. Einen Moment. Wahrhaftig, ein Wunder. Nur im Moment ist es kaputt. Ihr Pessimismus hat das Gerät offensichtlich angesteckt, Moe. Lane ist auch da? Was ist denn für ein Gerät? Lassen Sie mich mal nachdenken. Ich müsste bloß... Psst. Eh bien, Moe. Jetzt richten Sie die Lasermatrix wieder aus. Was ist das denn für ein Ding? Ich habe keine Ahnung, was das ist, Inspekteur. Gehen Sie beiseite, Moe. Also schauen wir mal. Oszillationsfluxkompensator? Überprüft. Refraktionsspektrometer? Überprüft. Was mache ich jetzt? Ah, Mr. Stobart, Sie sind's nur. Nett, dass Sie endlich auftauchen. Inspektor? Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Ach ja, lassen Sie mich das beurteilen. Ich denke, ich weiß, wer der Mörder war. Wirklich? Ja, es war ein Gärtner namens Shears aus London. Faszinierend. Und die gute Nachricht? Das ist die gute. Wir können uns Ihre Rekonstruktion sparen. Sie belieben zu spaßen, Monsieur Stoppelbart. Das ist kein Spaß. Dieser Shears hat für einen russischen Ex-Gangster gearbeitet. Das Ganze ist ein hochkomplizierter Betrug. Gärtner, KGB, Betrug. Sie sind ein Fantast, Monsieur. Für Fantasie habe ich keine Zeit. Mein Gebiet ist die Reality-Crime-Show, wie ihr Amerikaner sagen würdet. Jetzt bleiben Sie da drüben und stellen Sie nichts an, bis die anderen kommen. Auf wen warten wir denn? Auf den Priester, oder? Auf Mademoiselle Collard und Pater Simeon. Bitte, ich bin sehr beschäftigt. Ah, Moe, gute Wahl, nur leider falsch. Probieren Sie den roten. Können wir noch mal ins Büro huschen hier? Mon Dieu. Was ist das denn für ein Teil? Was soll das denn machen? Ach, jetzt dürfen wir. Monsieur Stobart, bitte bleiben Sie im Ausstellungsraum. Oh. Die Überwachungskamera behielt immer noch die Galerie im Blick. Dann nutzen wir vielleicht die Zeit, um mit Lane zu sprechen? Lane. Stobart? Was ist das für ein Gerät da drüben? Eine Farce. Die haben stundenlang versucht, es zum Laufen zu bringen. Das Ding sieht aus wie aus einem 50er-Jahre-Science-Fiction-Film. Ja, wirklich? Ist es wahrscheinlich auch. Weiß echt nicht, was das machen soll. Was halten Sie von Navette? Nichts. Ein aufgeblasener Stümper. Ich habe Besseres zu tun, als hier zu warten, bis die ihr Forensik-Dingsbums zum Laufen bringen. Der einzige Lichtblick ist, dass es Navette noch mehr zu nerven scheint als mich. Was halten Sie von Moe? Von wem? Dem Polizisten bei Navette. Den halte ich für noch einen Idioten. Wieso das? Sympathisch? Ich glaube, man kann einen Mann danach beurteilen, mit wem er sich abgibt. Das werde ich mir merken, Mr. Lane. Ich habe gehört, Sie sind derjenige, den man fragen muss, wenn man etwas über die Herkunft des Gemäldes erfahren will. Wegen La Maledictio? Da waren Sie aber richtig fleißig, was, Stobart? Ich will den Herkunftsnachweis sehen. Dann reden Sie mit Bijou. Sie hat sich um alles Geschäftliche in der Galerie gekümmert. Der Herkunftsnachweis liegt im Bürosafe. Sie hat den Schlüssel. Hatte man Lane erstmal in die Enge getrieben, redete er wie ein Wasserfall. Allerdings sah es so aus, als sei Bijou nicht ganz ehrlich zu mir gewesen. Ich sollte sie wohl nochmal besuchen. Gut, danke. Dürfen wir raus, solange die das Ding reparieren? Inspekteur, ich denke, wir können es einschalten. Verdammt. Ja, Moe, dasselbe wollte ich auch gerade sagen. Tun Sie's. Mhm. Moe, was haben Sie getan? Verzeihung,
Aber ich meine, es waren doch Sie, der sagte... Keine Schuldzuweisungen jetzt. Sie haben das Gerät ruiniert. Mon Dieu. Okay. Kann ich in 2 Stunden nochmal wiederkommen? Stoppelbart. Monsieur Stoppelbart, Sie gehen nicht weg, bis das ihr beendet ist. Verstanden? Aber ich muss nur... Dies ist eine Tatergangsrekonstruktion. Sie werden bleiben, bis meine Ermittlung abgeschlossen ist. Haben wir uns verstanden? Ja. Okay, klar. Ich überlegte, ob ich einfach wegrennen sollte. Aber dann müsste Mue hinter mir herrennen. Zu grausam. Ja, das wäre echt gemein. Und ich würde riskieren, dass man gegen mich ermittelt. Zu dumm. Da spielte ich doch lieber mit und brachte die Rekonstruktion möglichst rasch hinter mich. Ich denke auch, aber ich weiß ja nicht, wie wir denen helfen können mit ihrem Mistding. Der Versuch, mir das Gerät näher anzusehen, hatte wenig Sinn, während Navette und Mue damit herumhantierten. Der Versuch, mir Ach so, das Ge- hoch, ich wollte Mue. Verzeihen Sie. Er bemerkt uns gar nicht. Bitte, Monsieur, ich bin etwas beschäftigt. Okay, und Navette? Inspektor Navette. Ah. Läuft's nicht? Woran liegt es denn? Monsieur Stoppelbart, wenn die Pariser Polizei dieses ebenso kostspielige wie komplizierte Gerät nicht zum Laufen bringt, dann bezweifle ich, dass es ein Versicherungsvertreter schafft. Oha, okay. Ich bin Versicherungssachverständiger. Tatsächlich, da schlag ich ja lang hin, Monsieur. Tatsächlich? Dabei helfe ich sehr gern noch nach. Pff, genug jetzt. Sie sind weder qualifiziert noch klug genug, ein solches Gerät zu bedienen. Oh, okay. Wie wir. Wie war das, Mue? Mue. Ich sagte anders als wie wir, Inspektor. Der war gut. Sind Sie schon lange Kripo-Beamter? Lang genug, Monsieur. Hm. Sie haben sicher schon viele Verbrechen aufgeklärt. Mehr als Sie warme Mahlzeiten zu Abend hatten. Mhm. Nun, ich habe sehr oft warm zu Abend gegessen. Ach ja? Wie oft? Was? Genau wie oft haben Sie warm zu Abend gegessen, Monsieur? Naja, weiß nicht. Paar tausend Mal? Sie beweisen, dass ich recht habe, Monsieur. Präzision und Genauigkeit sind das A und O. Sie Na sind dann. Ein Unikum, ein erstaunlicher Mensch, Inspektor Navette. Schön, dass Sie beeindruckt sind. Na gut. Okay, dann haben wir ja nicht viele Möglichkeiten, sicher, hier was zu machen, oder? Zum Laufen bringen. Ja, aber wir können sie Wenn ja nicht weglocken. Wenn ich bloß Navette aus dem Weg hätte. Vielleicht können wir die Anlage irgendwie zum Piepsen bringen oder so. Dass er da hingeht, wisst ihr? Ah, wobei wir... Ah, wir haben hier einen Stecker. Und das ist noch einfacher. Jetzt geht's gar nicht mehr, oder? Der Versuch. Muss ich nochmal mit denen sprechen jetzt, oder? Nicht. Oder meint ihr, oh, ist einfach aus und wieder anschalten? Meint ihr, das ist es? Der Stecker war schon aus der Steckdose gezogen. Okay. Muss ich da irgendwas machen? Jetzt einen kurzen oder so? Das würde nicht funktionieren. Auch nicht mit dem Kabel. Nee, können wir gar nicht hin. Wir können nur da drauf. Das hätte nicht... Ja, das wird alles nicht funktionieren. Hobbs hatte den Ouroboros aus La Maledictio skizziert. Aber an dieses Gesicht konnte ich mich gar nicht erinnern. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Die Zeichnung war voller Kaffeeflecken. Der Ouroboros war eindeutig eine Kopie des Wurms aus La Maledictio. Aber in seiner Mitte war ein Gesicht zu erkennen, wo auf dem Bild in der Galerie ein Baum gewesen war. Vielleicht gibt es irgendwo einen Baum mit Gesicht. Entweder hatte Hobbs beim Zeichnen seine künstlerische Freiheit ausgetobt, oder er hatte etwas gefunden, das in dem Bild versteckt gewesen war. Der Urob... Ja, ja, ich will raus. Okay, das ist schon mal interessant. Nee, ich muss... Ah, kein Kurzschluss also. Das wäre völlig sinnlos. True.
Ich brauchte eine... Das würde nicht... An der Stelle hat La Maledictio gehangen. Die Lücke, wo La Maledictio gehangen hatte. Die Lücke, wo... Nee, das Schild ist es doch. An der Stelle hat... Okay, wir können es uns nicht mehr angucken. Aber es muss doch irgendwas mit dem Stecker zu tun haben, oder? Eine leere Steckdose. Wollen wir da jetzt was anderes reinhauen? Das lohnte sich nicht. Ich brauchte eine bessere Idee. Warum darf ich es nicht aus und wieder einschalten? Kann ich Navette mit Trevor ablenken? Ich musste schnell hier weg. Ich hatte keine Zeit, über das ganze Zeug zu reden, das ich aufgelesen hatte. Will ich ja auch gar nicht. Trevor. Inspektor Navette. Mit Lane darf ich auch nicht mehr sprechen. Way will auch nicht mit uns sprechen. Für Plakat. Folge, Charaktergalerie-Tipps. Das Gerät ist ausgestöpselt, so was mache ich jetzt. Ja, aber kann ich ja nicht. Sprich mit Navette und erzähl ihm von dem Stecker. Oder ist das die Maschine wieder als Gesprächsoption? Ah, das ist blöd gemacht. Weil ich dachte, wir haben nur dieselben Gesprächsoptionen wie vorher, aber... Ich weiß, das klingt blöd, okay. Aber ist das Ding überhaupt eingestöpselt? Mm. Monsieur Stobart, halten Sie mich wirklich für so dumm, dass ich nicht einmal das Grundsätzliche überprüfe? Wir machen alle Fehler. Man konnte halt nicht merken, dass das eine neue Gesprächsoption ist. Monsieur. Also ich sehe doch von ihr aus, dass... Benötigen Sie Hilfe, Inspekteur? Sehr witzig, Moe. Einen Moment. Nun war ich ihn los. Also jetzt oder nie. Jetzt musste ich schnell sein. Ah, das ist so ein Ding, wo die alle gleichzeitig an sein müssen, ne? So. Yay. Zeit, die Sache in Gang zu bekommen. Jetzt kommt heraus, dass das Ketchup ist. Sehen Sie, Moe, ich wusste, ich schaffe es. Ich bin nicht sicher, ob... Genau. Sie wussten, mein überlegener Intellekt würde am Ende obsiegen. Ja, Inspekteur. Inspekteur, ich bitte um Verzeihung, aber da ist ein kleiner Acker. Oh, was jetzt schon wieder? Ich höre. Wir haben... Großer Gott, Moe, wollen Sie mir nahelegen, jemanden zu töten, um die Szene nachzustellen? Nein, Inspekteur, wir brauchen nur eine Leiche. Ah, ja, verstehe. Aus Ihnen wird noch ein Kripo-Beamter, Moe. Das habe ich natürlich bedacht. Und das machen Sie. Oh je. Yeah. Ich bin doch nicht tot. Noch nie Theater gespielt, Monsieur Stobart? Naja, ich will mich nicht loben, aber meine Hauptrolle in Die Katze auf dem weißen Frechdachs hat letzten Sommer ziemlich das Haus gerockt. Als Katze oder als Frechdachs? Ja, was wieder wohl? Noch. Oh. Also keine Hauptrolle. Neue Halbwahrheiten, Monsieur. Wie auch immer. Jetzt bekommen Sie eine echte Hauptrolle. Na gut. Aber er sieht gar nicht wie das Opfer aus, Inspekteur. Oh, verdammt, Moe. Müssen Sie ständig Probleme sehen? Lassen Sie mich nachdenken, wie wir das machen. Benutze doch eure Fantasie. Auf Navettes Problemlösungen zu warten, konnte eine ziemliche Weile dauern. Also wir können riechen. Etwas, das mich mehr wie Henri aussehen ließ. Wir können riechen wie Henri. Vielleicht finde ich was. Ja, tun Sie das. Wirklichkeitsnähe ist wichtig, Stobart. Oh, Nico kommt dazu. Ah, sind Sie auch endlich da? Okay. Bitte machen Sie es sich bequem. Wir nehmen nur noch einige Korrekturen vor.
Pater Simeon, Nico. Hi, George. Willkommen in der Anstalt. Lass mich raten. Navette ist überglücklich, dass wir den Fall gelöst haben und schlägt uns für einen Orden vor. Nicht ganz. Ich habe ihm von Shears und Medowski erzählt. Er sagt, ich fantasiere. Das ist ja irre. Sag ich doch, lauter irre. Und was tun wir jetzt? Weitermachen, Medowski dran kriegen. Was ist mit Navette? Ja, den müssen wir jetzt loswerden. Ignorieren wir. Und dieses Theater? Die Rekonstruktion? Na, je eher sie losgeht, desto eher ist sie rum. George, was zum Teufel soll dieses Gerät? Frag mich nicht. Das ist Navettes Baby. Soll angeblich den Tatort analysieren und uns sagen, was passiert ist. Aber das wissen wir doch schon. Ja. Wir ja, aber Navette nicht. Ruhe bitte! Wie soll ich mich bei dem Lärm konzentrieren? Lane hatte recht. Navette war ein Idiot. Ja, ich will das ungern sagen, aber Lane hat tatsächlich mal recht.